Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 16. Wir gucken mal, was hier los ist. Derzeit befinden wir uns außerhalb. Also irgendwie habe ich gedacht, wir sind noch bei Sids Versteck, aber scheinbar nicht. Ach ja, gucke da. Wusste ich doch. Haben wir hier noch irgendwas vor? Ich glaube nicht. Charon? Ja? Was ist? Ah, ist da jemand neugierig? Ach so. Bestimmt fragst du dich, warum eine anmutige und kultivierte Dame wie ich sich mit diesem Gesocks hier abgeht. Ich sag's dir, weil sie eine Abmachung mit der Obersocke hat. Ich profitiere von Sid und er von mir. Ich nutze meine alten Handelskontakte und beschaffe ihm alles, was er seine Leute brauchen. Und sie zahlen mir das, was ich dafür verlange. Außerdem lässt er mich hier wohnen, gut versteckt vor den ganzen Leuten, die mir an die Gurgel wollen. Und glaub mir, das sind nicht wenige. Was suchst du denn? Na. Geh wieder vorbei. Oder ja, aber nicht. Nur wenn du nicht so böse bist. Mir ist es gleich. Komisch, dass er einem sowas hinterherwirft vom Sprechen her, aber es nicht hinkriegt, mehr als 5 Wörter in einem Satz zu sagen. Fass dich kurz. Naja, wie der Koch sehe ich ja wohl nicht aus. Wobei du dir wünschen wirst, dass ich hier kochen würde, denn wenn du Kenneth Eintopf kostest. So. Sid hat einen Schmied gesucht und ich eine Schmiede. Man könnte sagen, wir haben eine Zweckehe geschlossen. Dank Sids schlauen Köpfchen ist die Schmiede hier die heißeste diesseits der Hölle und das ohne dass Träger dafür verheizt werden müssen. Wie auch immer. Wenn du etwas repariert oder umgearbeitet haben willst, bring es zu mir. Ich werde dir keine Gill abknöpfen wie Charon, aber die Materialien musst du selbst besorgen. Man sieht sich. Das haben wir in der letzten Folge schon gemacht. Ein kleiner Ratschlag für dich, Neuling. Diebe haben hier nichts zu lachen. Wer stiehlt, dem hacken wir die Hände ab und werfen sie in den... Ja, die erzählt natürlich alles. Gut, ich würde sagen... Sie seien ihren Herren in der kaiserlichen Hauptstadt entkommen. So wie sie zugerichtet sind, war es auch höchste... Okay. Als nächstes? Wohin als nächstes? Wir gehen. Wir haben den Torgal dabei. So ist es gut. Du hast Hunger, was? Oh, die sehen so süß aus, wenn die schlafen. So, wir kehren vom Versteck weiter weg in den Orabel-Hügeltal. Südliche Sanbrek. Die idyllische Hügellandschaft im Süden Sanbreks ist kaum besiedelt. Wer nicht weiß, wo er suchen muss, trifft nur selten auf andere Menschen. Da fällt mir was anderes ein. Nein. Mir fällt was ein. Wir waren noch gar nicht bei unserem Harpo. Ich wollte doch immer wieder zum Harpo zurückgehen, sonst würde ich so viel lesen auf einmal. Der sieht so cool aus. Wobei ich das da oben irgendwie ein bisschen komisch finde. Sind das umgefallene Wände oder haben wir es so gebaut? Harpo war hier oben, oder? War das hier? Ne, hier ging es doch zum Sid. Warte mal, zeig mir her hier. Ja... Bin leicht falsch. So, hier haben wir den Schokomobil. Tom ist ja vielseitiger als gedacht. Womit kann ich, alter Mann, euch dienlich sein? Ich habe neue Einträge zusammengestellt, falls ihr sie sehen wollt. Oh, aber nur ein Welches Stück. Welches Thema wollen wir heute behandeln?
Benedicta Harmon, die Befehlshaberin der königlichen Späher Valuts und eine Koryphäe des Schwertkampfes, die stets an der Spitze ihrer loyalen Schergen in den Kampf zieht. Nach den Verhandlungen in der Cirnitra-Festung, wo sich die Hoffnung des dalmekirischen Heers zerschmetterte und die Hugo Kupkas befeuerte, schickte König Barnabas sie auf eine geheime Mission in kaiserliches Gebiet. Sidolphus Telamon, der Gründer und Anführer des Verstecks, in dem er mit seinen Verbündeten für ein gemeinsames Ziel kämpft, Freiheit für Domini und Träger. Denn als Dominus Ramus kennt Sid ihr Leid und ihre Bürde nur zu gut selbst. Heute kämpft er nicht mehr als Werkzeug für eine Nation, sondern für die Freiheit aller Menschen in Valestea. Ah, sieht schon hübsch aus, ja? Ja, kann man machen. Die Gefallenen. Eine uralte, hochentwickelte Zivilisation, die Spuren in ganz Valestea hinterlassen hat. Von ihren Ruinen wird angenommen, dass es sich um Wracks von Luftschiffen handelt, die einst den Himmel beherrschten. Sitzversteck ist nur eine von vielen Siedlungen, die sich eine Ruine der Gefallenen zunutze gemacht haben, da das Material, aus dem diese Bauten gefertigt sind, härter ist als Stahl. Dem Zahn der Zeit ist es allerdings nicht gewachsen, weshalb es im Versteck ständig etwas zu reparieren gibt. Okay, härter als Stahl. Charon. Die Händlerin zählt zu Sids engsten Verbündeten. Mit der Unterstützung ihres tüchtigen Helfers Götz treibt sie alles auf, was die Bewohner des Verstecks brauchen könnten, solange sie dafür entsprechend bezahlen. Ihr rechtes Auge ist aus Glas. So ist so völlig random. Götz. Charons Helfer und ein treuer Verbündeter Sitz. Der sanfte Riese hat für jeden im Versteck immer ein freundliches Wort auf den Lippen, schaut aber nicht davor zurück, seine Stimme zu erheben, wenn er Zeuge eines Unrechts wird. Götz ist rund um die Uhr damit beschäftigt, seiner Tante zur Hand zu gehen und traut sich selten, ohne ihre Zustimmung etwas zu tun. Sitzversteck. Ein Zuhause für Träger. Eine geheime Zuflucht inmitten des toten Landes im Zentrum Stürms. Hier gewährt Sid allen Trägern Zuflucht, die ihren Ketten entkommen sind. Die meisten der Gebrandmarkten bekommen hier zum ersten Mal Selbstverständlichkeiten wie eine warme Mahlzeit oder ein weiches Bett. Ein Leben ohne Misshandlung und Furcht ist für viele so fremd, dass sie sich an die neue Freiheit erst gewöhnen müssen. Ah, hier. Die königlichen Späher Valuts, eine Eliteeinheit der Valuter Königsritter, angeführt von Benedicta Harmon. Von Spionage bis hin zu gezielten Attentaten ist sie mit geheimen Operationen tief im Feindesland beauftragt. Ja. Wunder der Welt. Esper. Magische Wesen von gottgleicher Macht, die in ihren menschlichen Domini schlummern und nur in Erscheinung treten, wenn diese erwachen. Historisch belegt sind seit jeher genau 8 Esper, jeder einem der 8 Elemente zugeordnet. Feuer und Wasser, Blitz und Eis, Wind und Erde, Licht und Dunkelheit. Man ging bisher davon aus, dass es niemals 2 Esper desselben Elements geben kann. Doch die Sichtung einer 2. Esper des Feuers beim kaiserlichen Überfall auf die Phönix-Tor stellt diese Annahme in Zweifel. Ich habe doch den richtigen Speicherstand geladen, oder? Dieser Text kam mir so bekannt vor. Da oben in der Ecke war ein Punkt. Der Aretestein, eine mysteriöse Keramiktafel im Versteck. Sie weist Ähnlichkeiten mit Relikten der Gefallenen auf. Zu einem Luftschiff hat sie jedoch vermutlich nie gehört. Ihre wahre zweifellos wichtige Funktion ist längst in Vergessenheit geraten. Was auch immer für Geheimnisse im Aretestein schlummern mögen, erscheint auf Clives Nähe zu reagieren und ihn geradezu dazu zu ermutigen, sein verborgenes Potenzial zu entfalten. Wir wissen doch schon, was der Aretestein macht.
Rankpier. Eine kuriose fleischfressende Pflanze, die nicht wie gewöhnliche Flora durch Wurzeln an eine Stelle gebunden ist. Anstatt Nährstoffe aus dem Boden zu beziehen, verkriecht sie sich im Dickicht und nur bewältigt ihre lebende Nahrung mit betäubenden Pollen auf giftigem Nektar, um sie dann mit ihren schaurigen langen Ranken zu erdrosseln und zu verschlingen. Hornisse. Hornissen sind in den Wäldern Rosarias und im Westen Sanbrecks weit verbreitet. Aufgrund ihrer Größe werden sie nicht selten mit Vögeln verwechselt. Ein Irrtum, der fatale Folgen haben kann, denn die riesigen Insekten sind höchst territorial und mindestens ebenso aggressiv. Fühlen sie sich bedroht, stechen sie mit ihrem Giftstachel zu und bringen mit ihrem Gift sogar solch große Kreaturen wie Wyvern zu Fall. Die sehen irgendwie sehr seltsam aus. Es ist kein Geheimnis, dass Wölfe in Rudeln jagen, um ihre fehlende Stärke und Geschwindigkeit auszugleichen. Sie kommunizieren miteinander, kreisen ihre Beute ein und ziehen den Kreis immer enger, bis sie zuschlagen. Obwohl sie von Natur aus sehr misstrauisch sind, ist es auch schon gelungen, Wölfe zu zähmen. Entsprechende Exemplare kommen zum Beispiel in Wanderzirkussen oder sogar in militärischen Einheiten der kaiserlichen Armee zum Einsatz. Geschichten von Wölfen, die Kinder versteppt und gefressen hätten, haben in Rosaria jedoch dazu geführt, dass sie stark bejagt und nahezu ausgerottet wurden. Avis. Kleinerer Drache, deren Flügel nicht direkt am Körper sitzen, sondern mit den Vorderbeinen verschmolzen sind und in hakenartigen Krallen enden, mit denen sie ihre Beute zerfetzen. Als die kaiserliche Armee begann, sie zu zähmen, wurden die wildlebenden Exemplare in die südliche Wüste Dalmekias vertrieben, wo sie nun mit anderen Kreaturen um ihr Revier kämpfen. Fafnir des Nordens, ein uralter Drache, der sich an das Leben am Boden angepasst hat und in besonders harte Schuppen gehüllt ist. Einst herrschte Fafnir über die Wildnis der nördlichen Gebiete, doch wie so viele andere Kreaturen wurde er durch die Fäule in den Süden getrieben. Ich hoffe, euer Wissensdurst ist gestillt. Ja, vorerst schon. Tung ist ja vielseitiger als gedacht. Jetzt gehen wir. Das Gute ist, hier kann man sich nicht so verlaufen. Ich hab gehört, sie seien ihren Herren in der kaiserlichen Hauptstadt entkommen. So wie sie zugerichtet sind, war es auch... Okay, hier ist nicht der Ausgang. Der Ausgang ist hier hinten. Aber man kann sich trotzdem nicht so stark verlaufen. So ist es gut. Du hast Hunger, was? So, aber jetzt gehen wir hier hin. Auf in das Orabel-Hügeltal. Einige Zeit später. Heiliges Kaiserreich Sanbrek. Besser spät als nie, sage ich immer. Ah, so nah waren wir also schon. Warum hat man wohl ein Dorf dorthin gebaut? Um die Ruine? Manche nennen sie ein Luftschiff. Aber fliegen scheint sie nicht mehr zu wollen. Schade, was? Glaubst du wirklich, dass wir einen Dominus in diesem Dorf finden? Mein Speer hat mich bisher noch nicht enttäuscht. Deshalb sollten wir uns beeilen. Komm. Obelisken. Ein aktiver Obelisk erlaubt Clive die Schnellreise zu dessen Standort. Er kann sowohl über die Weltkarte als auch über die Karte der Umgebung ausgewählt werden. Um einen Obelisken zu berühren, muss Clive sich ihm nur nähern. Laute Stille. Sowas finde ich immer sehr interessant. So laute Stille. Orabel-Hügeltal. Oder Orabelle. Öffnet eine Karte des Bereichs, in dem du dich befindest. Ja, okay, dann guck mal ihm halt. Oh. Gaultlandshof.
Ach ja, das ist tatsächlich ein Hof. Los. Die Armen und wir rotten sie auch noch aus, ey. Oh, da gibt's was. So, blutige Haut. So, rennen wir ein bisschen schneller hier. Wann hier los? Davon sind Leute. Wo? Freund oder Feind ist die Frage. Zwei Gil, ja. Yeah. Davon kaufe ich mir erstmal einen Tropfen Wasser. Hier kommen wir, gell? Wolfshund. Das wird einfach langsam. Das ist ja doof. Hier sind Leute. Silberschakal. Oh, der ist ein bisschen stärker. Stufe erhöht, yay. Krass. Wie kann das sein, dass hier hinten nichts liegt? Ich bin das gewöhnt, dass hinter Häusern Dinge liegen. Hm. Kann man hier irgendwo rein? Hier gibt's einfach nichts. Hä? Warum gibt's hier nichts? Das ist ja unschön jetzt. Ach, da vorne die Leute, meint er. Dann sag mal dem mal Hallo. Ja. Bist du bald mal fertig hier? Mehr Valuta. Aber warum? Was wollen sie hier? Dann frag doch mal die Nächsten, die wir treffen. Das klappt bestimmt. Die wollen bestimmt hier diesen wunderbaren Wein kosten. Da oben ist ein roter Punkt. Da ist ein roter Punkt neben dem Mond. Ist das der Phönix? Was ich mich halt auch gefragt habe, ist, wenn die Leichen der Brüder nie gefunden haben, aber ich habe doch, nee, ich, also der Ifrit, der hat ja den Phönix gerupft, aber ein Phönix stirbt ja eigentlich nicht. Auftragsziel in der Nähe. Aha, jetzt müssen wir den Bereich absuchen. Vielleicht hängt ja der Phönix da oben beim Mond ab.
Kielbrück, Heiliges Kaiserreich Sanbrek. Oh, wie hübsch das aussieht. Keine Valuta in Sicht. Aber sonst sehe ich auch niemanden. Es ist mir zu ruhig. Da ist was faul. Was tun wir jetzt? Suchen wir unseren Speer. Du von hier, ich gehe hinten rum. Und was mache ich, wenn ich ihn finde? Gute Frage. Schreien. Subtil. Also... Ich weiß ja nicht mal, wie er aussieht. Irgendjemand muss ja hier die Fackeln angemacht haben. Sieht sehr cool aus. Irgendjemand muss hier doch sein, oder? Also ich muss sagen, die Obelisten sind ganz schön nah beieinander. Fühlt sich an wie so eine U-Bahn-Station in der Stadt. Die sind ja gefühlt auch nur 2 Meter auseinander. In der Nähe. Ich hätte gerne ein paar Geschenke. Habe ich hier unten eins gesehen? Nee. Nur Wasser. Das klingt wie ein Kind. Hä? Zum Galgenbaum. Also Kielbrück ist auf jeden Fall riesig. Wo bin ich? Schwarzes Blut. Ja. Lagert man immer eine Kiste. Gut, mehr gibt's ja hier nicht, oder? Nee. Also wir haben ein weinendes Kind gehört. Voll krass hier gebaut, ey. Speis, Schwarzbrot, Käsebrett, Hartwurst, Räucherforelle, Gemüseeintopf, Zwergchocobo in Weinsauce, Bratfisch mit Kräutern, würzige Fischsuppe, Trank, Wasser, Gaultand, 870, Weinbrand und Kaisergold. Ich hätte gern einen Gemüseeintopf. Also hier, ich glaube, hier sind noch irgendwo Männchen. Die haben sich schon alle gerade verkrabbelt. Bestimmt Angst vor den Valutern. Und vor Torgal wahrscheinlich. Hier sind wir hochgegangen, gell? What we have here? Nix. Ach, da ist das Kind. Ich überlege aber gerade, ob wir erstmal auf die andere Seite gehen und da gucken, bevor wir zum Kind gehen. Och. Hä? Was macht denn der hier? Warum steht denn der hier so rum? Hier suche ich. Wenn wir uns aufteilen, finden wir ihn schneller.
Der sucht überhaupt niemanden. Ach, Sid. Bevor wir das Kind ansprechen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Ich bin gespannt, ob das Kind die ganze Bevölkerung wieder rausholt, weil es ist ja so offensichtlich am Sturzen hier. Bis morgen. Tschüss.